So, Dele, da sind wir wieder frisch ausgeschlafen und Paul nimmt ein Sonnenbad ohne Lichtschutzfaktor 50. Ich habe ihm immer gesagt, du bist ein Albino, du hast keine Haut auf dem Knochen, du musst was tun. Jetzt schaut euch an, was passiert ist. Den Arm hat es einfach zerrissen, ja, bei 40 Grad im Schatten, ohne UV-Schutz, ist klar. Was macht Spider-Man eigentlich hier oben? Digga, was ist denn hier eigentlich passiert? Ist jemand Creeper explodiert? Ich kann mich gar nicht erinnern. Hey, yo, Motherfucker, yo. Panne? Mein Arsch versohlen oder was? Pam! Da komm doch, ne? Weichflöte. So. Lalalala. Immer die große Fresse, das ist mal wichtig. Das hier könnte man ja auch mal so leicht reparieren, ne? Mal, wie sieht's hier aus? Wie bei Hempels unterm Sofa. Na, Digga. Oh, ich hab ja ein Magic Bow. Stingerpfeile. Bleibst du mal stehen, ich treff sonst nicht. War ja klar! Arschloch! Pah, mein Joffe. Oh, runtergefallen. Ich war's nicht. Tu mal einfach so, als wenn ich's gewesen. Lalalala. Warum sieht's hier so grausig aus? Lalalala. Ach, ich baue einfach mal so ein bisschen was, ne? Macht ja nichts, ne? Hier so zu. Da so zu. Hat ja noch niemandem geschadet, wenn es ein bisschen regendicht hier ist. Weil es so schön war, machen wir auch hier zu. Einfach mal so. Lalalala. Sieht jetzt ein bisschen Panne aus. Kann ich auch mit leben. Weiß gar nicht, warum ich das jetzt überhaupt mache. Aber ist egal, wir machen das einfach mal. Ja, natürlich. Erwähnte ich eigentlich den Erdmangel heutzutage? Das ist ja ein grundsätzliches Prinzip. Wir haben wenig Erde, du. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ja. Nicht die Erderwärmung, ist alles Pillepalle. Das eigentliche Problem ist ja, wir haben keine Erde mehr. Ne? Das muss man ja eigentlich mal gesagt haben. War alles allerdings gelogen. Was der Hell ist denn das hier für ein Crap, Alter? Hier sieht's ja aus, Mann. Naja, ist ja auch wurscht. Obwohl, vielleicht sollte man das hier gar nicht so dunkel machen. Weil sonst, wir machen einfach mal so eine Faktor in die Erde. Bam! Nö, so will ich nicht. Ja, nicht, dass hier noch was spawnt. Apropos spawnt. Was habe ich eigentlich eben zum Schluss gemacht? Holz geholt. Ich will alles vergessen. Schweine wollte ich klonen. Wo ist mein Gefährt? Spinnennetze weg. Braucht keine Sau. Im Moment zumindest nicht. Zack, in die U-Bahn rein. Pam! Wir müssen nämlich unten ein Dingens, Dingens, Dingens anbringen. Ritschdone fangen. Zombie! Ewig schon wieder nichts. So, diesmal steige ich vorher aus. Glaubst du auch, du kannst mir machen, wa? Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo bringe ich die denn an? Das sieht doch alles jetzt grützig aus. Irgendwie, oder? Ich jetzt einfach hier hinballer. Ich meine, das geht zwar, aber sieht scheiße aus, ne? Hier hinten hin machen. Sieht auch scheiße aus. Dahin machen. Das könnte man machen. Geht das überhaupt? Fackel, kommen Sie mal mit. Geht. Cool. So lassen wir das. So will ich das haben, ey. So, das bedeutet, ich kann jetzt auch zurückfahren. Ist das richtig? Dass wir endlich mal die Jungfernfahrt hier beenden können. Und mit Speed hier. Ruckel mich mal tot. Längere Bahnfahrten sind also mit Ruckeln verbunden. In the face. Können wir den eigentlich endlich mal abbauen hier? Ich meine, der hat jetzt erst 10 Jahre auf dem Buckel. Umgerechnet 384 neue, Folgen. Dann könnten wir den jetzt endlich mal wegnehmen. Ah. Diese Erlösung. Geil, was? Was sagt ihr dazu?
Geil, oder? Ja, so. Guck mal, der ganze Fels stützt dann nur auf ein so ein Ding. Was stellen wir jetzt an? Ich bin so ein bisschen planlos gerade. Was haben wir hier noch? Mobfalle und Village finden. Und Schweineklonen. Schweineklonen. Und Park bauen. Schweineklonen. Könnten wir natürlich machen. Was ist denn hier los? Mobfarm, Schweinefarm, Schweine töten. Schweine töten klingt ja super! So, das war dann Spaß für die ganze Familie. Also zumindest für mich. Toll. Wie viele Steaks haben die abgeworfen? Drei. Soll ich mich mal totlachen oder was? Oh, wie effektiv ist das denn? Dann gehen wir doch mal gerade hier zu den Steaks. Ach, guck mal, da kommen gleich zwei raus. Ah, das ist schon viel effektiver. Lalalala. Das waren echt Hühner. Wollen wir da wieder mal ein paar Hühner reinschmeißen? Nee, ne? Sehe ich auch keinen Sinn drin. Das schmeißen wir einfach hier mal. Oh, ich habe das Glas ja da immer noch drin. Na sowas. Das kann man hier rein. Das Glas kommt dann mal eben hier. Hier haben wir das, glaube ich, ja. Oh, so ein Zufall, dass da genau zwei Stacks reinpassen. Ja, wollen wir denn mal ein Village suchen? Ich weiß nicht. Village suchen? Wollen wir so einen Exkurs machen? Wollen wir uns verpissen hier mal wieder? Gut, dazu müssen wir eh erstmal ein Dings machen, hier ein Schwert, weil alles andere wäre purer Selbstmord. Sword. Level 3. Komm, da hauen wir da irgendeinen Zauber drauf. Shit egal. So eine XP-Maschine wäre ja auch crazy. Geht super. Level 3 Zauber. Wahrscheinlich, wenn gleich Level 3 kommt, überklicke ich ihn einfach. Boah, da war schon viel. Ich hab's genau gesehen. Damn. Okay, forget about that. Das dauert mir schon wieder zu lange. So, wenn wir unterwegs sind, sollten wir uns natürlich mit... Blöd. Wir haben ja eigentlich... Haben wir eigentlich alles dabei? Ein Kompass? Wir haben kein Bett dabei. Wo haben wir noch ein Bett? Haben wir noch irgendwo ein Bett? Ja, wir haben noch ein Bett. So, dann nehmen wir uns auch gleich noch eine Uhr mit. Was man so eben alles mal brauchen kann. Brauchen wir eine Angel? Ach komm, wir nehmen mal eine Angel mit, falls wir mal angeln wollen. Why the hell habe ich denn hier sowas dabei? Habe ich eigentlich eine Rüstung an? Ja. Das Holz ist mir zu wenig. Obwohl, das sammeln wir unterwegs. Die Frage der Fragen aller Fragen ist, warum geht die Sonne schon wieder unter? In welche Richtung möchten wir denn wandern? Wir waren schon da hinten irgendwo. Wir waren schon da hinten irgendwo. Ja, glaube schon. Wir waren schon da und, was war da? Ah, Wasser. Das wäre doch mal ein Abenteuer. Da brauchen wir nur ein Boot machen. Ja, cool. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Dann nehmen wir doch noch ein bisschen Holz mit. So. Plopp, reichen uns 36. Oh, I think so. Was können wir denn noch gebrauchen? Ich habe das Gefühl, uns fehlt noch was. Weiß ich, effektiveres Essen wäre natürlich auch mal schön. Drei Steaks. Wegschmeißen können wir den Scheiß ja immer noch. Davon haben wir auch reichlich. Was mache ich denn da? Was brauchen wir denn noch unbedingt? Wir haben was zum Schlafen. Wir haben ein bisschen Eisen. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen was mit. Man weiß ja nie, wann wir wiederkommen. Vielleicht kommen wir niemals wieder. Man weiß das ja nicht so genau. Ja, dann würde ich sagen... Die Sonne steht natürlich niedrig, aber das... das hält mich überhaupt nicht ab! Das Land, das ist das Lust. Können wir ja mal so machen. Hier wird irgendwann ein Park entstehen. Schnell nochmal frisch machen. So.
Wir wollen ja nicht stinkend auf die Reise gehen. Angst. Wir machen das wieder so. Ding, ding, ding. Hier unten haben wir die ersten Diamanten gefunden. Ja. Die Musik passt auch gut. Es klingt nach Abschied, liebe Kinder. Wir gehen fort in die weite Welt. Ungeachtet der Gefahren, die da kommen mögen. Da ist schon eine. Verhungern. Erstmal dickes Steak mal so richtig Kiemen ballern. Jetzt reicht's aber, ne? Immer schön an die Brigitte, die ihr denkt. Oh, schaut euch mal den geilen Sonnenuntergang an. Wir trotzen der Gefahren der Natur. Des Bösen. Jeglicher Gefahr. Ach, is it Minecraft? Yes, it is. Oh nein! Zum Thema Gefahr. Komm her! Aua. 1 zu 0 für dich. Erwähne ich die Sache mit dem Schwert? Ich hau schon Knochen tot, ey. Da kenn ich gar nichts. Bitte bam. So, Knochen tut auch weh, ne? Lalalalalala. Oh, und da schon. Oh shit. Nicht, dass ihr denkt, ich nehm's nicht mit euch auf, Kinder. Na, komm ruhig her. Pathfinding, ne? Neue KI und so. Oh, gar nicht schlecht. Mann, die müssen sich auch immer aufblasen, ey. Was mit dir? Du bist auch schon noch ohne Fahrschein, wa? Ah. Ah. Do you see it in the face? Oh, was haben wir denn hier? Haben wir die Höhle eigentlich schon entdeckt? Oh. Wie spannend. Hallo? Hallo? Oh, das war ja ein kurzes Unterfangen. Schafe. Wir haben keine Schere dabei. Alter. Das ist ja hier Monster-like. Ach, wie schön so ein Mond. Oh, ein Ei. Eieiei. Und ein Huhn. Ein Hähnchen, wollte ich sagen. Lalalala. Ding, 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 ding. Hallo Hühnchen. Hallo Brathähnchen. Was will ich mit dir? So, in diese Welt wollen wir reisen. Das nenne ich mal Pathfinding KI. Habt ihr das gesehen? Weggelaufen. Anfänger. Übrigens weiß ich auch, was ich vergessen habe. Ihr ahnt es bereits. Oh. Yes, we can! Nehmen wir noch ein paar Brathähnchen mit. Die sind ja auch super lecker. Hoppla, aus Versehen. Oh. Das ist gar kein Hähnchen. Das ist ja bloß ein Schaf. Und das ist nur ein Creeper. Ha, ein Dodo-Creeper. Hallo Hähnchen. Ich mag die. Die sind sofort tot und sind super lecker. Du kannst mal kacken gehen. Wie ist der Badespaß vor The Whole Family? Na, du hast dir dein eigenes Heim geschaffen hier, wa? Hoppla, aus Versehen. Jo, da würde ich mal sagen, wollen wir gar nicht lange rummachen. Aber wir müssen erstmal pennen. Panne. Oder wir könnten noch nachts fahren. Erstmal müssen wir jemanden in die Fresse hauen. Komm her. Ach shit, muss ich wieder 500 Meter tauchen für so ein Stück Fleisch, ey. So, das ist die Küste. Ne, war das hier? Wir machen mal einen kurzen Break.